Hallo und herzlich willkommen zurück zum Upload auf Amazon Merch MBA. Wir befinden uns wieder im Edit Window. Wir haben unser Design fertig editiert und bei Amazon ist es nun so, dass diese ja spezielle Spezifikationen haben, wie zum Beispiel die Brand oder die Bullet Points, und diese müssten wir eben nun für den Upload noch fertig ergänzen. Dazu gibt es hier diesen kleinen Button Amazon, und dann öffnet sich auch eben dieses Fenster, wo man alles für Amazon festlegen kann. Wir machen es jetzt mal für .com.de. Preise lassen wir standardmäßig drin. Dann wähle ich noch die dementsprechenden Farben aus, die ich vielleicht haben möchte. Ich möchte vielleicht nur auf Draft hochladen. Und ja, dann gebe ich eben meine Ergänzung ein. Dann hier vielleicht ein lustiges Wanderer. Ein T-Shirt wird ja von Amazon ergänzt. Die Description kann ich so übernehmen. Und dann habe ich hier noch für Männer, Frauen und Kinder das lustige Design zum Wandern zum Beispiel. Und diese Bullet Point übernehme ich vielleicht auch noch gleich in die Description. So, und nun habe ich alles schon soweit fertig. Und ich kann nun auf Englisch gehen und hier mir meinen deutschen Text, meine deutschen Eingaben auch nochmal neu übersetzen lassen. Diese Standardeinstellungen kann man sich alle über ein Profil bei uns anlegen. Das heißt, diese müssen nicht jedes Mal neu eingegeben werden oder der Marketplace oder den Preis. Das kann alles standardisiert werden. So, nun schauen wir nochmal über die Übersetzung drüber, ob das alles passt. Dieser Punkt hier vielleicht nicht. Das andere sieht eigentlich ganz okay aus. Hier vielleicht noch Hiking. Und sonst ist alles in Ordnung. Das heißt, wir können nun speichern. Und dieses Design ist nun fertig für Amazon konfiguriert. Wir machen das nun beim zweiten auch noch so. Und hier ist es genau wieder das gleiche. Das möchten wir vielleicht nur auf D hochladen. Und vielleicht nur auf Weiß und ein helles Grau. Und dann eben geht es hier um Kaffee und Koffein. So, und auch hier wieder ganz einfach. Wir übernehmen die Bullet Points, ist in diesem Fall für Männer und Frauen vielleicht nur. Dann wählen wir das hier zum Beispiel auch ab für Kinder, dass wir das eben nur haben. Und für alle, die Kaffee lieben zum Beispiel. Dann bauen wir auch unsere Description noch ein bisschen größer damit und können uns einfach wieder auf Englisch übersetzen. Auch hier wieder nochmal der Hinweis, dass ihr alles mit den Produkten, Marktplätzen, Preisen, Farben, was auch immer, oder auch dem Hochladen, kann alles standardisiert werden über ein Profil von uns. Gut, dann denke ich, dass die Übersetzung soweit in Ordnung ist für die Vorführungszwecke. Wir können wieder speichern. Wir haben unsere Designs fertig, jetzt für Amazon. Und dann gehen wir wieder das Upload-Window und starten einfach mal den Upload für Amazon Merch. Hier wird nun auf das Create-Fenster gewechselt, die dementsprechenden Marktplätze für das Design ausgewählt und eben die dementsprechenden Artikel. Dann wird das Design platziert. Sieht gut aus. Dann eben für Man, Woman, Youth ausgewählt, die entsprechenden Farben, die im Tool ausgewählt wurden und mit den Preisen ergänzt. Dann noch alle Daten eingetragen und in diesem Fall eben für Draft gespeichert, weil wir es so vielleicht noch nicht veröffentlichen wollen. Genau den gleichen Prozess durchlaufen wir nun auch noch für unser zweites Design, das wir gerade noch konfiguriert haben.
hier wieder. In dem Fall ist eben nur Deutschland ausgewählt worden, weil wir das so festgelegt haben. Bei den Types werden dann eben die Männer bzw. Frauen ausgewählt. Mit den dementsprechenden Farben, dem dementsprechenden Preis und der Beschreibung, in diesem Fall nur eben Deutsch und als 12 gespeichert. Und die Daten können nun immer wieder verwendet werden. Ganz zum Schluss, wie jedes Mal, gibt es vom Tool einen Upload Report bzw. eine Meldung, dass der Upload abgeschlossen ist. Hier könnt ihr sehen, alles gut gegangen. Und das war ein Upload auf Merch bei Amazon.